Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Er hier ist der Daniel und ich bin der Sashi. Ja. Aber der Daniel kann auch reden, das ist cool, ne? Ja, weil ich will euch das erste Mal, das kommt gleich, ja. Ich will euch erstmal das berühmte Geburtstagskind heute am 21. September vorstellen, das ist Liam Gallagher. Cool. Guck mal, der kann reden, geil. Ja. Liam Gallagher von Oasis. Kennst du den Sänger und, was ist er? Sänger und? Lebenskünstler. Ne? Hat er auch irgendwie Gitarre gespielt? Ja, ne, bestimmt. Ach klar, die Musik. Ja, auf jeden Fall der Sänger, also ist dieser Wilde da von Oasis gewesen, ja. Was hat er gesungen? Alles. Nee, Wonderwall meistens. Wonderwall. Ja, kannst du singen? Nee, ach, ich singe, ja. Schade, hätte sein können. Mhm. Also, es gab schon Leute, wenn du die Tapeten in deiner Wohnung mal abhaben willst, dann singst du die runter. Dann singe ich die runter, ja. Kein Problem. Liam Gallagher ist 1972 geboren, am 21. September in der Nähe von Manchester in so einem kleinen Örtchen, nennt sich Burnage. Burnout? Burnage. 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 Okay. Komisch. Oder Burnage? Burnage in Manchester, glaube ich nicht, aber ist egal. Auf jeden Fall in der Nähe von Manchester geboren. Ja. Ja. Aber am 21. September haben wir noch einen Fakt, beziehungsweise irgendein Ereignis? Ja, das ist ein Ereignis, das ist nicht so der lustige Part, jetzt, den ich hier übernehmen muss. Aber es ist so, am 1921, am 21. September, ist im pfälzischen Ludwigshafen die von BAS die Anilin- und Soda-Fabrik in die Luft geflogen. Dabei sind 561 Menschen gestorben und 1952 Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Ist nicht das lustige Thema. Ist passiert in dem am 21. September. Deswegen müssen wir es hier reinbringen. Und ja. Aber ich habe noch einen Fakt des Tages. Ja. Die schwerste Frau, die jemals gelebt hat, wog 476 Kilo. Ja, hast noch ein bisschen Luft, ne? Ja, habe ich noch Potenzial. Ja, also da bist du dahin kommst, ist ja... Boah. Das ist meine Schwiegercousine dritten Grades. Ja. Vor allem ist sie auch keine Frau, ne? Ja, auch. Ja. Ich glaube, der schwerste Mann hatte, glaube ich, so gut 700 oder irgend sowas. Ja, das war doch dieser Mexikaner, ne? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Doch, ich sag das nur mal so gemutmaßt. Ja. Der hat auch seine eigene Postleitzahl. Ja. Ja, genau. Also die schwerste Frau... 476 Kilo in der Spitze. Verstehst du? Also die hat ja bestimmt auch mal abgenommen. Also bei dem, also ich nehme ja auch mal ab, so irgendwie so 500 Gramm hier und 500 Gramm da und sowas. Manchmal wiege ich auch wirklich, wenn ich morgens auf Toilette war, wiege ich dann mal 2 Kilo weniger und so. Okay. Wenn der Abend vorher... Was ich mich frage, Fett schwimmt ja oben. Und wenn du die jetzt in so einen Swimmingpool reinsetzt... Ja, du musst aber so runterdrückst erst einmal. Ja, und ist es dann so, ist es so wie bei dem Eisberg, bei der Titanic, weißt du, wo oben nur der Kopf und Schulter rausguckt und der Rest halt... Wahrscheinlich ist es so. Ja, ja. Wahrscheinlich jetzt, also wenn sie bei Titanic mitgespielt hätte, wäre der Leonardo DiCaprio, wäre nicht ertrunken, weil er hätte ganz locker draufklettern können. Ja. Ich meine, sie wäre doof gewesen, weil es wäre ziemlich kalt für sie. Ja gut, da wären ja wahrscheinlich auch mehrere Leute draufgeklettert, bis sie irgendwann den Knickpunkt erreicht hat, Break-Even-Point, und geht dann unter, verstehst du? Ja, aber sie wäre, also sag mal so, halten wir mal fest, das Titanic-Unglück hätte sie nicht überlebt. Nee. Weil sie hätte zwar oben, wäre zwar oben geschwommen, aber es wäre zu kalt gewesen. Das definitiv. Ja. Ja. Haben wir wieder viel gelernt heute. Ja, das war wieder der 21. September und wir sehen uns morgen am 22. September. Bis dahin sage ich Cheerio, Miss Sophie.